Hallo und willkommen zurück bei Topvergleich. Heute geht es um die drei besten Schreibtischstühle auf dem Markt. Gerade bei Schreibtischstühlen, die man täglich mehrere Stunden lang benutzt, sollte man auf eine hohe Qualität und stabile Verarbeitung achten. Zudem haben wir darauf geachtet, dass es sich hier um drei Modelle mit Ergonomiefunktion handelt, die sich besonders gut an den eigenen Körper anpassen lassen, sodass sich trotz langem Sitzen Verspannungen oder Rückenschmerzen vermeiden lassen. Viel Spaß nun mit unserer Top 3 Auswahl der besten ergonomischen Schreibtischstühle. Alle Modelle haben wir auch für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Starten wir mit dem ersten Modell und dem besten Stuhl für den geringsten Preis. Es geht um den ergonomischen Schreibtischstuhl von Siho, genauer gesagt um das Modell M18. Natürlich gibt es auch noch günstigere ergonomische Schreibtischstühle, aber die würden wir meist aufgrund fehlender Qualität und dadurch Stabilität nicht empfehlen. Wir selbst benutzen den Siho M18 und bis jetzt leistet er uns seit mehreren Monaten außerordentlich gute Dienste. Das Modell ist hochwertig verarbeitet und besitzt eine maximale Belastbarkeit bis 150 Kilogramm. Zudem besitzt er eine atmungsaktive Rückenlehne aus Meshstoff und eine gut gepolsterte Sitzfläche sowie Nackenstütze. Besonders sind bei diesem Stuhl, dass er aber für diesen noch relativ günstigen Preis trotzdem schon viele Ergonomiefunktionen besitzt. Neben der allgemein schon sehr ergonomisch geformten Sitzfläche und Rückenlehne lassen sich hier auch weitere Einstellungen vornehmen. Klar, natürlich ist dieser Stuhl in der Höhe verstellbar, wie man es so von Bürostühlen kennt, und auch kann man hier die Rückenlehne verstellen, bis zu 126 Grad kann man diese neigen. Besonders sind aber die weiteren Funktionen. Erst einmal lässt sich diese Rückenlehne in drei verschiedenen Neigbarkeitsstufen auch arretieren, also feststellen. Zudem besitzt die Rückenlehne auch noch eine Lendenwirbelstütze, die vor allem den unteren Rücken beim Sitzen unterstützt. Diese kann man nach oben und nach unten und nach vorne und nach hinten einstellen, sodass sie einem optimalen Support im unteren Rücken bietet. Zudem ganz wichtig, die Armlehnen sind auch in der Höhe verstellbar, nach oben oder nach unten. Und zu guter Letzt lässt sich auch das Nackenkissen ja nicht nur rausnehmen, sondern auch in der Höhe und in der Neigbarkeit verstellen. Und zudem besitzt dieser Stuhl auch eine Wippfunktion, um noch mehr Freiheit beim Sitzen zu genießen. Klar gibt es Stühle mit noch mehr Ergonomiefunktion, dazu kommen wir gleich, aber für diesen Preis ist das schon ein außerordentlich gutes Modell mit außerordentlich guten Funktionen. Am wichtigsten sind hier, dass das Modell eine Lendenwirbelstütze hat und dass die Armlehnen höhenverstellbar sind, was für eine gute Ergonomie und Sitzposition am wichtigsten ist. Also unsere absolute Empfehlung für den günstigsten Preis. Mehr Infos zum Siho M18 über den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Wie angekündigt, jetzt aber auch ein Modell mit noch stärkeren Ergonomiefunktionen. In der nächsten Preisklasse befindet sich der Ergotopia Netzback. Genau wie der ergonomische Schreibtischstuhl von Siho ist dieses Modell ein absoluter Bestseller. Der Ergotopia Netzback überzeugt durch eine äußerst starke Verarbeitung und wie gesagt noch mehr Ergonomiefunktion. Dieser Stuhl wurde mit Hilfe von Ergonomie-Experten und Physiotherapeuten entwickelt, was man in seinen unzähligen Funktionen erkennen kann. Die Standardfunktion hat er natürlich auch dabei, hoch und runter fahren, die Drehbarkeit des Stuhls und die Verstellbarkeit der Rückenlehne. Diese lässt sich hier bis 35 Grad nach hinten neigen und garantiert so für ein gesundes und auch entspanntes Sitzen. Natürlich kommt dieses Modell aber auch mit einer Lendenwirbelstütze, die sich hier auch in der Höhe und in der Tiefe einstellen lässt. Und auch die Nackenstütze lässt sich genau wie beim Siho-Modell in der Neigbarkeit und auch in der Höhe verstellen. Aber mit den zwei folgenden Ergonomiefunktionen hat der Netzback Bürostuhl dem Siho-Modell wirklich einiges voraus. Erst einmal ist der Sitz nicht nur in der Höhe verstellbar, sondern gleichzeitig auch horizontal justierbar. Beziehungsweise kann man die Sitzfläche nach vorn oder nach hinten schieben, womit man den Stuhl noch individueller an den eigenen Körper anpassen kann. Und die zweite wichtige Funktion ist die dreidimensionelle Verstellbarkeit der Armlehnen. Im Gegensatz zum Siho-Modell sind diese hier nämlich nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Weite und auch im Winkel arretierbar. Das mag jetzt nach zwei ja nur kleinen Funktionen aussehen, die nicht viel ausmachen. Aber gerade die Position des eigenen Gesäßes beim Sitzen, die man ja durch die horizontale Einstellung der Sitzfläche individuell justieren kann, ist sehr wichtig für die allgemeine Ergonomie und Gesundheit des Körpers, vor allem des Rückens beim Sitzen. Und weiterhin trägt dazu die genaue Position der Armlehnen bei. Kann man diese nämlich nicht optimal ablegen, führt dies schnell zu Verspannungen in den Schultern und im oberen Rücken, was sich ebenfalls wieder auf den ganzen Körper abstrahlen wird. Also umso genauer man den eigenen Stuhl an den eigenen Körper anpassen kann, desto besser ist es. Auch wenn es nur kleine Veränderungen sind, können sie vor allem auf Dauer einen großen Unterschied machen. Und deshalb sehen wir den Ergotopia Netzback hier auch, was die Ergonomiefunktion angeht, weit vorne. Natürlich müssen wir dafür auch preislich etwas tiefer in die Tasche greifen. Wer nicht so hohe Anforderungen hat bzw. ein nicht so hohes Budget, ist auch super mit dem Siho-Modell beraten. Ansonsten empfehlen wir den Ergotopia Netzback.
Ein drittes und letztes Modell möchten wir euch allerdings noch vorstellen für Leute, die ein besonderes Augenmerk auf Komfort legen. Beim letzten Modell handelt es sich eigentlich eher um einen Gaming-Stuhl, welcher aber auch super als bequemer Schreibtischstuhl verwendet werden kann. Die Rede ist vom DX Racer RAA 106. Dieses Modell vom beliebten Gaming-Stuhlhersteller DX Racer ist äußerst hochwertig verarbeitet, besteht vor allem aus Kunstleder und einem starken Netzgewebe und einer stabilen Unterkonstruktion, welche hohe Belastungen standhält. Wie gesagt, ist das Augenmerk hier vor allem auf Bequemlichkeit gerichtet. So besteht das Modell vor allem im Sitzkissen aus hochwertigem Kunststoff, welcher außerordentlich bequem, aber trotzdem langlebig ist. Natürlich kommt das Modell aber auch mit Ergonomiefunktionen. Man kann das Modell natürlich in der Höhe verstellen oder auch die Rückenlehne anpassen und in drei verschiedenen Stufen auch arretieren. Zudem, ganz wichtig, kommt auch dieses Modell mit dreidimensional verstellbaren Armlehnen. Also auch hier kann man die Armlehnen in der Höhe, in der Weite und im Winkel anpassen, genau wie beim Ergotopia Netzback. Weitere spezielle Ergonomiefunktion besitzt das Modell zwar nicht, dafür kommt es noch mit einem extra Lendenwirbelkissen und einer Kopfstütze. Beide Dinge kann man in der Höhe auch noch verstellen. Also auch hier ist gewährleistet, dass man einen guten Nacken- und auch Wirbelsäulen-Support bekommt. Allgemein ist dieses Modell auch sehr komfortabel geformt, eben wie man es von Gaming-Stühlen kennt, in einer Rennsitzoptik, welche außerordentlich guten Halt und Komfortabilität beim langen Sitzen garantiert. Vor allem durch den schönen dicken Schaumstoffstoff, den Netzüberzug sowie auch das Lendenwirbel- und Nackenkissen ist dieses Modell unser Favorit in Sachen Bequemlichkeit. Mehr Infos zum DX Racer erfahrt ihr auch in der Videobeschreibung. Dieses Modell wurde von allen drei Stühlen, auch von den Kunden, am besten bewertet. Ja, wir hoffen nun, dass hier was für euch dabei war. Für welches Modell habt ihr euch entschieden? Habt ihr noch Fragen? Lasst uns das alles in den Kommentaren wissen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Top Vergleich.